Vor gut 5 Stunden Gruppenbild mit Dame. Die Bundeskanzlerin ist Gastgeberin für die Staats- und Regierungschefs der 7 großen Industrienationen. Gleich ist sie hier im Interview. Beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau geht es vor allen Dingen um den Welthandel, um Außenpolitik und den Kampf gegen Terrorismus. Bindende Beschlüsse wird es nicht geben. Kritiker sprechen schon vom teuersten Kaffeekränzchen der Welt. Damit herzlich willkommen zu einem besonderen Bericht aus Berlin, meine Damen und Herren. Die Sendung kommt heute aus dem Werdenfelser Land. Hier liegt der Tagungsort der G7, Schloss Elmau, in malerischer Umgebung. Ob allerdings die schöne Landschaft Auswirkungen auf die Harmonie bei den Arbeitssitzungen hat, ist offen. Bei Klimazielen und den Gesundheitsthemen will die Kanzlerin deutliche Willensbekundungen erreichen. Bei Antibiotikaresistenzen, vernachlässigten Tropenkrankheiten und Ebola ist es auch vergleichsweise leicht, zu einer Verständigung zu kommen. Was ist also von diesem Gipfel zu erwarten? Michael Stempfle. Trachten, Blasmusik und bayerische Lebensart. Kurz vor dem eigentlichen G7-Gipfel hat Kanzlerin Merkel den US-Präsidenten zu einer Brotzeit eingeladen. Ein genial inszenierter PR-Auftritt. Die Bürger des Alpendorfes Krün stoßen auf die deutsch-amerikanische Freundschaft an und Obama spielt seine Rolle trotz des Ärgers in der Spionageaffäre perfekt mit. Grüß Gott! I have to admit that I forgot to bring my Lederhosen. Er habe seine Lederhose vergessen, kaufe sich vielleicht aber eine, so Obama. Trotz mancher Meinungsverschiedenheiten, die wir heute haben, sind die Vereinigten Staaten von Amerika unser Freund, unser Partner und ein so wesentlicher Partner, dass wir eng kooperieren. Eine Idylle, um über die weltweite Armut zu sprechen. 2 Milliarden Menschen haben zu wenig zu essen. Das Ziel? Bis zum Jahr 2030 sollen zumindest 500 Millionen von ihnen aus dieser Situation befreit werden. Es reicht ja nicht, vor den Fernsehschirmen zu weinen, wenn Migranten den Mittelmeertod erleiden. Deshalb muss es zu einer neuen, globalen, ambitiösen Anstrengung in Sachen Entwicklungshilfe kommen. Bis zum Mittag ein Treffen der anderen G7-Teilnehmer. Nach einer ersten Begrüßung in München geht es weiter nach Elmau. Atemberaubende Bilder in einer heilen Welt. Von wegen. Die Ebola-Epidemie hat vor Augen geführt, wie machtlos die großen Staaten sind. Eine effektivere internationale Krisenintervention muss her, so Merkels Ziel. Und auch in Europa lauert Gefahr. Multiresistente Keime, die nicht mehr auf Antibiotika reagieren, sind auf dem Vormarsch. Der Einsatz von Antibiotika bei Mensch und Tier muss besser aufeinander abgestimmt werden. Hinter den Kulissen bislang zumeist friedliche Proteste und ein martialisches Polizeiaufgebot. Circa 20.000 Beamte sind rund um Elmau im Einsatz und sorgen dafür, dass die Mächtigsten dieser Welt sicher tagen können. Ein Schutz, der Millionen von Menschen, etwa in Syrien, verwehrt bleibt. Sie müssen täglich um ihr Leben kämpfen. Dass man 70 Jahre nach Kriegsende zusammenstehe, sei ein Beweis dafür, dass Konflikte zu Ende gehen können, so Obama. Monatelang wurden nicht nur diese Hochglanzbilder, sondern auch die Inhalte des Treffens vorbereitet. Die Hoffnung, bei klarer Luft klare Ergebnisse. Frei nach dem Motto, nur nicht in diesem Smog leben. Merkel will ein starkes Signal gegen Umweltverschmutzung und Klimaerwärmung, trotz der Widerstände aus Japan und im eigenen Land. Wir erwarten von ihr, dass sie kohärent wird, dass sie das, was sie auf dem Gipfel von anderen fordert, in Deutschland auch entsprechend umsetzt. Die Show für die Presse ist vorerst gestoppt. Jetzt heißt es, Lösungen zu Krisen finden, mitten im Urlaubsparadies. Ich begrüße jetzt im Schloss Elmau die Gastgeberin des G7-Gipfels, Bundeskanzlerin Angela Merkel. Guten Abend, Frau Bundeskanzlerin. Guten Abend. Frau Bundeskanzlerin, Sie kommen gerade, wenn ich das richtig weiß, direkt aus einer Arbeitssitzung, wo es um den Welthandel ging. US-Präsident Obama möchte möglichst schnell, dass TTIP abgeschlossen wird. Sie wollen das auch. Glauben Sie noch, dass Sie das in seiner Amtszeit schaffen? Ja, das glaube ich. Und wir haben uns hier auch in den Gesprächen über den Welthandel darauf geeinigt, dass wir jetzt mit Hochdruck arbeiten, die Europäische Kommission und die hier vertretenen europäischen Länder haben sich dazu bekannt. Und wir wissen, dass das pazifische Handelsabkommen der Vereinigten Staaten von Amerika mit zum Beispiel Japan sehr schnell jetzt fertig werden wird. Und ich finde,
Wenn es um mehr Arbeitsplätze geht, dann sollte Europa nicht hinten anstehen, sondern alles tun, damit es vorangeht. Und wir können das schaffen und wir wollen auch die wichtigen Wegmarken bis zum Ende des Jahres abgeschlossen haben. Sie hatten ja die Gelegenheit, vor Beginn des Gipfels bilateral mit US-Präsident Obama zu sprechen. Haben Sie da auch über die NSA geredet? Können die Selektorenliste, die Liste der Suchbegriffe Abgeordneten zugänglich gemacht werden? Darüber haben wir nicht gesprochen. Da gibt es andere Gesprächskanäle. Wir haben heute über die Situation in der Ukraine gesprochen. Wir haben über Syrien gesprochen. Wir haben über die außenpolitischen Fragen uns unterhalten. Das heißt also, das war mehr dieser Punkt. Und über das Freihandelsabkommen haben wir auch geredet im bilateralen Modus, weil der amerikanische Präsident auch weiß, dass es durchaus Vorbehalte in Deutschland gibt. Und das konnten wir dort besprechen. Und Sie hatten ja auch vor Beginn des Gipfels ein Telefonat zusammen mit Frankreichs Präsident Hollande, mit Griechenland Premier Tsipras. Was können Sie denn Ihren Gästen darüber erzählen? Bleibt Griechenland auch nach Ablauf dieses Monats noch im Euro? Wir haben ja heute schon das Thema Weltwirtschaft besprochen. Das ist naturgemäß und traditionsgemäß das erste Thema immer bei den Beratungen. Und im Zusammenhang mit der Weltwirtschaft haben wir natürlich auch über die Situation im Euroraum gesprochen. Es ist jetzt seit mehreren Jahren zum ersten Mal so, dass alle G7-Länder wahrscheinlich in diesem Jahr Wirtschaftswachstum haben werden. Das ist eine gute Botschaft. Und da hat auch das Thema Griechenland eine Rolle gespielt. François Hollande und ich haben berichtet über unser letztes Telefonat. Die Kommission hat auch ihre Einschätzung gegeben. Wir waren alle der Meinung, es liegt noch ein ganzes Stück Arbeit vor uns. Wir wollen alles versuchen, was möglich ist, aber wir sind noch nicht am Ziel. Und Konditionalität auf der einen Seite und Solidarität in Europa gehören zusammen. Und das hat, so wie ich das sehe, auch Unterstützung der nicht-europäischen Partner gefunden heute. Frau Bundeskanzlerin, vor ungefähr einem Jahr ist aus G8 G7 geworden. Ich gehe davon aus, dass Russland, der Ukraine-Konflikt ja auch Thema war. Wie sinnvoll ist es eigentlich, Russlands Präsidenten Putin dauerhaft von diesem Tisch von G7 auszuschließen? Also wir hatten heute eine sehr gute Diskussion auch über das Wesen von G7. Und alle haben betont, dass das Teilen von gemeinsamen Werten für uns wichtig ist. Und an der Stelle der Annexion der Krim, auch der Einmischung im Bereich Donetsk und Lugansk, hat Russland gezeigt, dass dort doch sehr unterschiedliche Vorstellungen da sind. Und deshalb ist, soweit wir das jetzt sehen, im Augenblick die Rückkehr von Russland nicht möglich. Wir sind uns aber auch einig, die außenpolitische Diskussion werden wir erst heute Abend führen, dass in Fragen des Nuklearprogramms mit dem Iran oder der Verhinderung des Nuklearprogramms des Iran, in Fragen auch der Schaffung eines Friedens eines Tages in Syrien im Bürgerkrieg, Russland ein Partner sein wird, so wie Russland ein Partner ist im Normandie-Format, wo wir über den Konflikt in der Ukraine sprechen. Hier ist es noch mal was anderes. Wir haben gemeinsame Auffassungen, gemeinsame Werte und da gibt es doch eine Barriere im Augenblick, die ich noch nicht sehe, dass sie sehr schnell überwunden werden kann. Gibt es denn eine Bedingung oder vielleicht mehrere Bedingungen oder Vorstellungen, wann aus G7 wieder G8 werden kann? Eine Rückgabe der Krim halten ja Experten für ausgeschlossen. Naja, man muss immer aufpassen. In der Geschichte hat man schon vieles für nicht möglich gehalten, was dann doch passiert ist, seitdem ich die deutsche Einheit erlebt habe und gelesen habe, wer das alles schon nicht mehr für möglich gehalten hat. Muss man sehr vorsichtig sein, da gibt es ein Problem. Ich sag mal, wir haben uns mit der Diskussion heute nicht befasst. Wir sind 7 Länder, die wirklich wichtige Entscheidungen auch treffen können. Wir werden Russland in verschiedenen Fragen als Partner weiter haben. Und wir haben das Format von G20, bei dem es ja auch gerade um ökonomische Fragen geht. Aber da sind eben Länder mit sehr verschiedenen Wertvorstellungen zusammen und das unterscheidet die Intensität der Diskussion, unterscheidet sich dann doch schon noch mal von dieser Diskussion hier. Und deshalb ist das sinnvoll, dass wir sie heute hier auch ohne Russland geführt haben. Frau Bundeskanzlerin, vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Das Gespräch mit der Bundeskanzlerin haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Auch wenn er nicht da ist, über Russlands Präsident Wladimir Putin wird in und um Elmau viel geredet.
ohne Russland seien die meisten Gipfelthemen nicht sinnvoll zu besprechen, heißt es. Und Außenminister Steinmeier spricht sich deshalb für eine schnelle Rückkehr von G7 zu G8 aus. Und dann gibt es da ja noch Zoff zwischen Russland und der EU, schwarze Listen, Einreiseverbote, Sanktionen und wieder aufflammende Kämpfe in der Ostukraine. Genug Gesprächsstoff also, auch ohne Putin. Karin Dohr. Machtmensch Putin unter Freunden, das waren noch Zeiten, gemeinsam im Riesenstrandkorb von Heiligendamm. Doch was außer hübschen Fotos kann diese Runde bringen? Fakt ist, ohne Russland noch weniger. Das ist allen klar. Doch diplomatisch geht derzeit nichts voran. Moskau im Mai. Merkel holt verbal aus. Durch die verbrecherische und völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Verbrecherische Annexion, daran knabbert Putin lange. Weiter geht's mit diplomatischen Ohrfeigen und Retourkutschen. Schwarze Listen, etwa russisches Einreiseverbot für EU-Politiker. Prompt kriegen russische Diplomaten Hausverbot in Brüssel. Sinnvoll oder nicht, Putin sei jedenfalls schuld. Er hat die europäische Friedensordnung gebrochen. Er hat den Vertrag zur nuklearen Abrüstung gebrochen. Es war seine Entscheidung, die internationale Gemeinschaft zu verlassen. So sieht man das heute auch in Elmau. Ohne russisches Einlenken in der Ukraine sei kein Ende der EU-Sanktionen denkbar. Wenn jemand derzeit über eine Änderung der Sanktionen diskutieren will, dann wäre das eine Diskussion über eine Verschärfung der Sanktionen. Putin zeigt sich am Gipfelwochenende nicht öffentlich. Seine Botschaft schickt er mit einem Zeitungsinterview. Russland sei nicht schuld an den schlechten Beziehungen. Angefangen hätten die anderen. Und im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin begrüße ich jetzt den Oppositionsführer im Deutschen Bundestag, Gregor Gysi. Guten Abend, Herr Gysi. Guten Abend, Herr Becker. Herr Gysi, Sie haben die Kanzlerin gehört. Die ist ja eher skeptisch, dass Russlands Präsident Putin bald an den Tisch der G7 zurückkommt, also es wieder G8 gibt. Teilen Sie diese Skepsis? Verstehen Sie diese Skepsis? Nein, ich halte sie vor allen Dingen für falsch. Sie muss der Motor sein, um zur Deeskalation beizutragen. Wenn wir das Selbstbestimmungsrecht des ukrainischen Volkes endlich durchsetzen wollen, brauchen wir selbstverständlich auch die Gespräche mit Russland. Wir brauchen sie auch wegen Syrien, wegen des Iran, aus vielen anderen Gründen. Es ist das größte und militärisch stärkste Land Europas und außerdem eine Vetomacht und ständiges Mitglied im Sicherheitsrat. Also ich verstehe die ganze Herangehensweise nicht und ich glaube, dass die Amerikaner zunächst wollten, dass wir die Kontakte fast einfrieren lassen. Dann haben Hollande und Merkel erkannt, dass das nicht geht, haben wieder Gespräche geführt und jetzt haben wir so eine blöde Zwischensituation. Also wenn wir vielleicht den ersten Schritt gehen, dann muss natürlich auch Putin erste Schritte gehen. Ich sehe ihn auch kritisch, nur es hilft alles nichts. Wir kommen an guten Beziehungen mit Russland nicht vorbei. Herr Gysi, glauben Sie denn, dass Putin, dass Russland bereit ist, entsprechende Zugeständnisse zu machen, um wieder an den Tisch zurückzukehren? Glauben Sie, Sie haben die Kanzlerin gehört, an eine Rückgabe der Krim möglicherweise? Na, also in absehbarer Zeit glaube ich daran nicht, weil ja da seine Schwarzmeerflotte steht und es ja auch Vorstellungen gab, die Ukraine mit in die NATO aufzunehmen und dann würde plötzlich seine Schwarzmeerflotte in der NATO stehen. Das sehe ich nicht. Aber dass man jetzt ernsthaft zu einem Frieden kommt, das Selbstbestimmungsrecht wiederherstellen kann, ich glaube, da wäre er schon zu Zugeständnissen bereit, wenn wir mal ein Signal setzen und sagen, gut, wir verzichten jetzt auf die Sanktionen A, B und C und erwarten, dass er mit seinen Manövern aufhört, dann hören auch wir wieder die NATO mit unseren Manövern auf. Wir müssen noch mal Schritte der Deeskalation gehen. Wo soll denn das Ganze ansonsten hinführen? Wenn jede Seite immer nur beleidigt auf die Schuld der anderen Seite verweist, wird das nicht weiterbringen. Hier braucht man mal das, was man eigentlich Diplomatie nennt. Herr Gysi, Sie haben auf dem Parteitag an diesem Wochenende Ihrer Partei in Bielefeld gesagt, die Linke müsse auch im Bund regierungsfähig werden, sie müsse auch regieren wollen. Muss sich da nicht die Außenpolitik, vor allen Dingen die Russlandpolitik der Linken auch ändern?
Nein, ganz im Gegenteil. Das ist sogar wichtig, dass wir ein Faktor sind, der für Deeskalation steht. Ich glaube, dass es ja auch genügend Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gibt, die das wollen. Bei den Grünen ist das etwas schwerer, aber es gibt gar keinen anderen Weg. Also ehrlich gesagt, ich mache mir bei der Außenpolitik gar nicht so viel Sorgen, wie wir die anderen allerdings zur Steuergerechtigkeit bewegen sollen, zum Abbau der prekären Beschäftigung. Da mache ich mir viel größere Sorgen. Aber man geht ja nicht in die Politik, um es leicht zu haben, sondern auch um schwierige Aufgaben zu lösen. Hm. Herr Gysi, kommen wir noch kurz zu Ihnen selbst. Sie wollen den linken Karren im Deutschen Bundestag ab Herbst nicht mehr ziehen. Über einen mit Spannung erwarteten Auftritt auf dem Parteitag der Linken in Bielefeld, Marie-Christine Böse. Wehmut spiegelt sich in Gregor Gysis Gesicht. Er nimmt Abschied und die Parteitagsdelegierten schwanken zwischen Schock und Dankbarkeit für Gysi, dem Rhetoriker, dem Politiksüchtigen, einem, der die Partei 25 Jahre geprägt hat. Als Gysi am Mittag ans Pult tritt, ahnt der Saal, diese Rede könnte historisch werden. Nach 10 Jahren an der Fraktionsspitze kündigt Gysi seinen Rückzug im Herbst an. Ich werde nicht erneut kandidieren, da die Zeit gekommen ist, den Vorsitz unserer Fraktion in jüngere Hände zu legen. Zum Abschied entwirft Gysi eine Vision seiner Partei, die mitgestaltet. Rot-Rot-Grün gilt als Gysis politischer Lebenstraum, doch darüber streiten Partei Linke und Reformer. Egal was kommt, wir werden niemals Ja zu Privatisierung, Sozialkürzung und Krieg sagen. Nach Gysi soll eine Doppelspitze die Fraktion führen, die Partei Flügel vereinen. Die Partei Linke Wagenknecht und der Reformer Bartsch werden gehandelt. Bartsch kommentierte seine Ambitionen nicht, würdigte Gysis Verdienste. Dass wir heute so dastehen, darauf kann Gregor Gysi sehr, sehr stolz sein. Gysi bleibt Abgeordneter im Bundestag und ließ offen, ob er 2017 noch mal antritt. Ganz verlässt er die politische Bühne also nicht. Ja, Herr Gysi, hier können Sie es ja jetzt sagen. War das wirklich der Grund, dass Sie so ein bisschen amtsmüde sind, dass Sie sich auf den Ruhestand freuen? Oder hatten Sie nicht doch Angst vor einer Doppelspitze, dass Sie eine Partnerin an die Seite gestellt bekommen und wenn Sie es nicht tun, sich dem Unmut der Partei aussetzen? Nein, überhaupt nicht. Es gab viele Ambitionen, die an mich herangetragen wurden, auch wieder allein zu kandidieren. Nein, das war alles gar nicht mein Problem. Ich habe das schon im Mai 2013 entschieden und ich bin ja leider auch ein bisschen preußisch. Und wenn ich einmal was entscheide, dann stehe ich in der Regel auch dazu. Das haben die damals bloß gar nicht so richtig registriert. Ich habe gesagt, ich mache in erster Linie den Wahlkampf, dann kandidiere ich auch allein für den Fraktionsvorsitz. Aber, habe ich gesagt, nur noch eine Legislaturperiode. Wissen Sie, in der Politik kann man immer 2 Fehler begehen. Man kann zu früh gehen oder zu spät. Ich will auch nicht dann gehen, wenn sich alle schon ewig fragen, wann geht der endlich? Ich glaube, das war heute ein ganz schöner Abschied, muss ich sagen. Und ich möchte das auch in jüngere Hände legen. Aber wissen Sie, ich betrüge nie Wählerinnen und Wähler. Da ich an der Spitze des Wahlkampfes stand, bin ich auch Fraktionsvorsitzender geworden. Und da ich direkt gewählt worden bin in Treptow-Köpenick für 4 Jahre, bleibe ich auch die 4 Jahre selbstverständlich im Bundestag. Und ob ich nochmal kandidiere oder nicht, das entscheide ich erst nächstes Jahr. Wenn ich es jetzt schon entschiede, fühle ich mich ja schon wieder gebunden. Ich will mich selbst nicht binden. Herr Gysi, vielen Dank für das Gespräch. Danke nach Berlin. Bitte schön, Herr Becker. Und das war der Bericht aus Berlin vom G7-Gipfel aus dem bayerischen Elmau. Danke für Ihr Interesse. Mehr vom Gipfeltreffen erfahren Sie später in Tagesschau und Tagesthemen. Und mehr zum Rückzug von Gregor Gysi gibt es im Bericht vom Parteitag heute um 23.35 Uhr. Den Bericht aus Berlin gibt es dann wieder nächsten Sonntag mit Sabine Rau. Einen schönen Abend und tschüss aus Elmau.